Moin, heute sind wir vom Kapitän auf die Alexander von Humboldt II eingeladen und er wird uns das Schiff zeigen. Moin, Kapitän. Moin. Dürfen wir an Bord kommen? Herzlich willkommen. Dankeschön. Danke, dass du uns an Bord der Alex II empfängst. Es freut mich, dass ihr da seid. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, gerne. Ich bin Ralf Gütlein. Ich bin zurzeit Kapitän der Alex II. Wir sind ein deutsches Segelschulschiff, eine Bark mit Heimathafen Bremerhaven. Ja, und wenn ich dir das Schiff zeigen darf? Sehr gerne. Dann gehen wir jetzt mal auf die Poop. Von da haben wir einen guten Überblick. Lass uns starten. Bitteschön. Die Alex II ist eine Bark, oder? Das ist eine Bark. Das heißt, sie hat drei Masten. Davon sind zwei, der Fockmast und der Großmast, mit Rahsegeln getakelt. Das heißt, die Querhölzer mit den Tüchern. Okay. Und der Achtere, der Besan, hat keine Rahen. Dann ist es eine Bark. Hätte die auch Rahen, wäre es ein Vollschiff. Alles klar. Wie viel Segel hat sie, die Alex II? Insgesamt so 1400 Quadratmeter, kann man sagen. Okay. Und das kleinste ist wie groß? Das kleinste ist ein Viertel Quadratmeter. Davon haben wir 20 Stück. Mhm. Kann ich dir hinterher zeigen? Das sind die Lehsegel in den Kojen. Ach, ich dachte schon, die Geschirrtücher in der Kombüse. Nein, das sind wirklich Segeltücher, damit man beim Rollen des Schiffes nicht rausfällt. Ah, alles klar. Ja, das ist ja wichtig, ne? Ja. Jetzt liegen wir im Hafen. Das heißt, die Segel sind oben auf den Rahen festgebunden. Ja. Das ist die ordentliche Version. Strengen sich die Matrosen auch immer sehr an. Das ist aber auch ordentliches Gewicht, was sie da ziehen. Das ist schon Arbeit. Ne? Da sind dann so 6 bis 8 Mann, je nachdem, wie groß das Segel ist, oben und holen das hoch, binden das schön fest. Bevor wir nach See gehen, werden die losgeworfen, dann hängen sie unter der Rahe. Ja. Nur noch im Geitau und in den Gordingen. Und dann kannst du sie von hier unten loswerfen. Okay. Wenn sie einmal runter sind, kannst du den Rest von unten machen. Wie viel Mannbesatzung brauchst du denn, um Segel zu hissen? 25. Mehr schadet nicht. Ja, das glaube ich, sind wahrscheinlich für jede helfende Hand dankbar. Wenn das Tuch nass ist, dann ist ja auch noch mal mehr Gewicht, oder? Nee, ist es nicht, weil es ja heutzutage Kunststoff ist. Okay, dann perlt es ab. Früher Leinentuch, war ja auch imprägniert, da wurde trotzdem schwerer. Ja. Aber heute wiegt das nass genauso viel wie trocken. Mhm. Also der Windwiderstand, das ist das, was wir überwinden müssen. Ja. Weil wir haben die Segel ja nicht bei Nullwind. Nee. Sondern da ist Wind und der drückt und gegen den musst du das Segel runterziehen. Runterziehen, die Vorsegel musst du versuchen, dass sie nicht hochfliegen. Der Wind drückt die Segel hoch. Mhm. Die kommen also auch nicht von alleine runter. Sind das denn hier alles Menschen, die beruflich zur See fahren oder habt ihr überhaupt nicht? Gar nicht. Wir haben ja eine Stammcrew, wie gesagt, die 25, Minimum brauchen wir 12. Ja. Und Berufsseeleute sind Kapitän, erster Offizier und der Leiter der Maschinenanlage, der Chief. Okay. Die haben ein richtiges Patent, ein Handelsschiffspatent. Mhm. Das ist, weil wir ein Solarschiff sind, also ein offizielles, richtiges Schiff. Wir haben die gleichen Kriterien wie AIDA, wie die QE2. Ehrlich? Ja, die gleichen Sicherheitskriterien, wir müssen die erfüllen. Mhm. Weil wir eben 750 Tonnen ungefähr sind, damit sind wir ein Solarschiff. Safety of life at sea. Ah, alles klar. So, und deswegen brauchen wir die Berufsseeleute, die Steuerleute und die Maschinisten sind befähigte Leute. Das heißt, bei den Steuerleuten haben wir oft Patentinhaber auch, aber auch Traditionsschiffer, die also so Sporthochseeschiffer plus Traditionsschein haben. Aber wer bei uns in einer Funktion fährt, die führend ist, wird von uns zugelassen. Der kommt mit seinem Papier, sagt, ich darf das rein theoretisch, aber ob er es kann, gucken wir uns an. Das macht Sinn, ne? Ja, muss Reisen mitfahren, dann schreiben die Kapitäne eine Beurteilung. Genauso, wenn man Kapitän werden will. Braucht auch eine ganze Zeit, bis man dann das Schiff beherrscht. Weil dieses Schiff ist natürlich, erstmal ist jedes Schiff sowieso anders. Aber hier sind noch diese lästigen Stangen, die bei Wind irgendwas machen. Gerade bei Hafenmanöver, wenn wir hier jetzt drehen, dann ist das immer schon wieder anders als mit dem anderen Schiff. Ein Propeller. Oh. Ja, ja, das ist so. Wie lang ist denn die Alex eigentlich? Also in der Wasserlinie, sage ich mal, dicker Daumen, 50 Meter. Ja. Und über alles 65. Okay. Das heißt, es hängt hinten ein bisschen über und vorne, wie man sieht, eine ganze Ecke. Ja. Aber hast du denn auch Unterstützung, wenn ihr ablegt, oder macht ihr das alles selbst? Nein. Rein theoretisch machen wir es alles selbst. Wir haben Bugstrahlruder. Ja. Das heißt, vorne so einen Tunnel, wo man das Vorschiff hin und her schieben kann. Ja. Das ist natürlich eine irrsinnige Hilfe. Das gab es früher nicht. Früher hat man viel mit Ankern gearbeitet.
um den Anker gedreht. Auch das lernen wir noch. Hier, oder lernen wir selber und lehren wir auch. Ja. Das ist die traditionelle Art, aber dann geht natürlich vieles nicht. Da muss man draußen warten. Wir müssen aber, wir haben einen Fahrplan, wir müssen dann einlaufen. Und wenn es nicht geht, nehmen wir Schlepper. Okay. Haben wir auch schon gemacht. Vorletztes Jahr kamen wir hier rein bei 9 Windstärken. Da haben wir 2 Schlepper genommen. Ja, das macht wohl Sinn, ne? Ja, ja. Das Schlepper ist teuer, aber billiger als Beule. Ja, das glaube ich. Und darf ich dann als Gast auch mitfahren an Bord der Alex 2? Ja, wir nehmen 54 Trainees mit. Trainees sind Gäste. Trainees sind die, die du kommst und sagst, ich habe keine Ahnung, aber ich hätte Lust mitzufahren. Ja. Dann sagen wir herzlich willkommen. Wir nehmen mit, sagen wir, von 17 bis 77. Ja. Wir nehmen mit Gesundheitszeugnis, also mit einer ärztlichen Bescheinigung, auch Ältere mit. Okay. Und was man hier an Bord machen darf und soll, ist ganz unterschiedlich. Jetzt habe ich hier einen 70-jährigen, ganz fähigen Menschen, der aber sagt, das traue ich mich nicht mehr. Ja. Da gehen wir gleich hin, dann haben wir das Ruder. Da muss jemand Ruder gehen. Wir haben keine Automatik. Das heißt, jemand steuert das Schiff. Wie, und das heißt, ich könnte theoretisch das Schiff, also... Steuern, lenken. Du kommst ans Lenkrad, das heißt hier Ruder. Na, du hast aber Gottvertrauen. Weil das das Schiffssteuer ist, hast du neben dir einen, den wir nennen, den Steuerberater. Da bin ich ja beruhigt. Und das lernt man, das ist nicht so schwierig. Also Seefahrt grundsätzlich und auch hier, es ist kompliziert, aber es ist keine Hexerei. Mhm. Es ist alles Handwerk und wenn es richtig sein soll, ist es Handwerk plus Erfahrung. Und dann kann man das. Okay. Und ich muss mitarbeiten oder kann ich auch einfach faulenzen, wenn ich mitfahre? Rein theoretisch kannst du das. Das wird dich nerven wie Hölle. Wenn wir 14 Tage unterwegs sind und du willst die ganze Zeit nichts tun, das hältst du nicht durch. Dann ist es nämlich höllenlangweilig. Und wir haben keinen Deckstuhl. Ja, wenn wir natürlich hier jetzt so unser Open Deck hätten und der Deckstuhl hat, käme mit dem Cocktail vorbei, dann könnte ich das auch prima. Mir fehlt der Deckstuhl auch. Aber er ist einfach nicht da. Und Mensch, dann, und selbst für dich als Kapitän nicht, das ist mein Ding. Nein, und es ist einfach, guck mal, wir liegen im Hafen seit 2 Wochen. Und das Schiff ist gut besetzt mit Stammcrew. Die opfern ihren Urlaub, um hier im Hafen zu sein. Warum? Weil es Gemeinschaft ist. Hier entsteht eine Kameradschaft, die sogenannte Schiffskameraden. Ist ja ein ganz alter Ausdruck. Das entsteht hier auch schon in 14 Tagen. Und das ist ja auch der Hauptsinn und Zweck eines Sailtraining-Schiffes. Zu lernen, dass ich selber nichts erreichen kann. Ich als Kapitän kann nichts erreichen, wenn ich die Besatzung nicht auf meiner Seite habe. Ja, das stimmt. Ich kann mir nur was ausdenken, was passieren soll. Und dann muss es aber auch funktionieren und die müssen dabei sein. Und das ist das, was hier jede Reise entsteht. Das gelingt tatsächlich jedes Mal. Das macht das Schiff für uns. Weil es erfordert das, dieses Manöver zu fahren, das erfordert eben 12 Leute. So, die müssen alle genau das machen, was man von ihnen will. Und das kann jeder lernen. Du lernst nicht die Nägel, hinterher zeige ich dir noch die Belegnägel. Davon haben wir 276 Stück. Das heißt auch, ich arbeite auch in verschiedenen Schichten, oder? Wenn du fängst dann bei uns erstmal an als Trainee. Ja. Dann kannst du Leichtmatrose werden, dann kannst du Matrose werden, dann kannst du Topsmatrose werden. Das ist der, der den Mast kommandiert. Dann kannst du Bootsmann werden. Mhm. Das sind sozusagen die Segel ins Grade. Und wir arbeiten in 3 Seewachen, 04, 48, 812. Immer aufgeteilt, ein Steuermann, ein Topsmatrose, eine Anzahl an Mannschaften, ein Maschinist. Und so fahren wir rund um die Uhr. Früher, glaube ich, war es auch so, dass sich die Mannschaften dann eine Koje teilen mussten oder so. Ist das heute auch noch so? Nee, das war auf U-Boot so. Ah, auf U-Boot. Ja, und da sind wir noch weit von entfernt und ich hoffe immer, dass das nicht passiert. Nee, das lassen wir auch lieber. Nein, früher hatten sie Hängematten. Ja. Und schliefen teilweise mit 3 Mann übereinander. Aber gut, das ist natürlich alles vorbei. Wie viele Kojen habt ihr hier an Bord dann? Oder Kabinen? Also wie viele Kabinen? Oh, Kabinen haben wir, wir haben 54 Gästekojen. Ah ja, alles klar. Wir haben aber 2 Mannkammern, wir haben 3 Mannkammern und wir haben 4 Mannkammern. Okay. Und werden die immer so in eine Kammer gelegt, dass die zusammen Dienst haben? Oder? Am besten nicht. Ach. Am besten nicht, weil der eine schnarcht, der andere kann nicht pennen. Ah, alles klar. So kann wenigstens die 4 Stunden, wo der andere nicht da ist, der eine pennen. Guck mal, was ihr alles denken müsst. Ja. Und mache ich dann nur Dienst an Deck oder auch Kombüse? Nein, oder Dienst, was macht Dienst man an dann? Deck ist das in den Seewachen. Ja. Und dann wird noch Backschaft gemacht, das heißt Aufbacken, Abbacken, also Messedienst. Also
auftragen, abtragen, im Speisesaal praktisch, ja. Ja. Und Backschaft macht auch rein Schiff, das heißt, wischt die Messe. Das geht aber Tag um Tag, ne? Da kommt jeder dran. Okay. In der Kombüse darf man natürlich nicht helfen, weil das ja gesundheitsmäßig nicht geht. Haben wir aber zwei Köche, das reicht völlig. Aber Kartoffeln schälen kann man trotzdem. Ah, alles klar. Also man schnuppert überall rein. Den gesamten Schiffsbetrieb lernt man kennen. Maschine ist sehr schwierig, weil sicherheitsmäßig nicht so einfach. Aber wenn man sagt, es interessiert mich, nimmt einen der Chief an die Hand und zeigt einem die Maschine. Und auch da brauchen wir Leute, die als Stamm mitfahren. Wer also Mechaniker ist, der ist auch herzlich willkommen. Ja, magst du uns denn noch was vom Schiff zeigen? Wo stehen wir hier eigentlich? Hier stehen wir an dem sogenannten Hauptkompass. Okay. Was ein Magnetkompass ist. Guck mal rein. Ah ja. Hauptkompass deswegen, weil er eben immer funktioniert. Wenn aller Strom ausfällt, wenn wir nichts mehr haben, zeigt er trotzdem noch die Richtung. Mhm. Das heißt, unter Segeln mit Notruder, was wir natürlich auch haben, kann man damit immer noch in die richtige Richtung fahren. Hat übrigens jedes Schiff. Heutzutage nicht mehr ganz so Schmuck. Ja, das ist wirklich schön. Und wenn ihr euch angekündigt hättet rechtzeitig, wäre er auch geputzt. Ah. Naja, bei dem Wetter. Ja, genau. Der schämt sich, dass es regnet. Gut. Das ist also hier die Pope mit dem Magnetkompass. Hier befinden sich unsere Boote. Mhm. Wir haben zwei Beiboote. Die brauchen wir einmal, wenn wir irgendwo zu Anker liegen und an Land wollen. Ja. Oder eben auch für Manöverbordmanöver. Ja. Übt ihr das auch immer bei den Reisen? Jedes Mal. Ja. Es gibt zwei wichtige Rollen. Alles andere ist Spaß. Mann über Bord ist die Panikrolle, weil du keine Zeit hast. Ja. Und Feuer an Bord. Also Brand ist das Nächste, was völlig zu Panik führt, was aber dann gebündigt werden muss, aber was bewältigt werden muss. Dann gibt es viele andere Rollen, da kann man sagen, ja gut, das können wir irgendwann mal üben. Aber die beiden, da geht es um Leben, sofort. Ja. Hier ist es jetzt einfach, wenn es jetzt hier brennt, dann gucken wir, ob wir es auskriegen und dann rufen die Feuerwehr. Aber auf See sind wir die Feuerwehr. Ja, natürlich. Ja. Das wird alles immer geübt. Wir haben eine komplette Brandbekämpfungsausstattung an Bord, also Feuerwehranzüge mit allem drum und dran. Schaumlösch, Pulverlösch, Wasserlösch, Atemschutz, alles da. Wird immer geübt. Das ist wichtig, ja. Ja, ja. Und was sehen wir jetzt hier? Wo stehen wir jetzt? An einer Nagelbank. Ach. Die Nagelbank des Besanmasts, des hintersten. Ich nehme mal einfach irgendeine Leine hier runter. Die sind jetzt auf dem Nagel aufgeschossen. Die dürfen nicht auf dem Boden hängen, weil sie dann immer nass sind und auf die Dauer durchscheuern. Ah, alles klar. Das heißt, die werden immer aufgehängt, dass sie nicht unten sind. Das ist hier jetzt der, ich ziehe mal dran. Ich habe jetzt den falschen. Nehmen wir diesen. Wenn du da oben hinguckst, das macht hinten was. Ja. Mit diesem Tampen ziehe ich das Unterbesan nach draußen. Unterbesan-Ausholer. Der ist hier belegt. Jetzt kann ich den wegwerfen. Belegen heißt praktisch die Leine rumtüdeln. Ich sag's mal so in Landratensprache. Genau. Ne? Da ist jetzt ja vielleicht mördermäßig Zucht drauf, dass hier noch 5 Leute drin sind. Ja. Und dann wird gesagt, komme. Und dann kann man hier schon mal ein bisschen drücken. Diese Reibung reicht schon, um ganz viel Kraft abzufangen. Ah. Und jetzt habe ich ihn eigentlich. Jetzt hat er schon verloren. Draufdrücken. Drum und jetzt hat er verloren. Definitiv ein gewusst wie, ne? Ja, Handwerk. Mhm. Also sowas muss wirklich immer... Und damit er nicht ausrauscht, dann passt er nicht mehr durch den Block, kann die Leine nicht verloren gehen. 8 Knoten. Ausrauschen heißt also praktisch durchflutschen. Flutscht mir weg, fliegt aus dem Bord, kriegst du leicht nicht wieder. Das Segel flattert. Ja. Panik. Alles durchdacht bis ins Letzte, ne? Aber das muss dann ja auch wirklich immer gewissenhaft und ordentlich gemacht werden. Wir stehen an der Kette, am Ende der Kette von 2000 Jahren Segelschiff. Ist alles durchdacht. Definitiv. Alle Fehler sind schon gemacht, wir machen neue und denken uns dann wieder was aus. Ja, wollen wir mal... Gehen wir hoch zum Ruder. Ja, so stellt man sich ja ein Steuerrad eines Segelschiffes vor. Ja. Klasse. Und das ist auch eins. Es gibt zwei, die aber das Gleiche machen, die verbunden sind. Alles, was du hier machst, macht das andere auch. Ja. Im Normalbetrieb brauchen wir einen Mann. Ja. Wenn wir auf Notruder gehen, das heißt, die hydraulische Unterstützung, die jetzt läuft, ist nicht mehr da. Da brauchst du schon zwei Mann.
Und wenn dann schnelle Manöver gefordert sind oder es ist dickeres Wetter, kann man auch mit 4 Mann hier stehen müssen. Das heißt, die müssen sich richtig reinhängen. Du kannst ja mal drehen, bitte. Oh ja, das ist so schon. Das ist aber die leichte Version. Ja. Ja, dann kann ich mir das... Also wenn du mitfährst, darfst du hier das Schiff steuern. Da ist dein Steuerkompass. Okay. Da siehst du die Kompassrose drauf. Und dann kriegst du die Order vom Steuermann, welchen Kurs du fahren sollst. Ja. Das ist jetzt meinetwegen 150. Mhm. 150 heißt ein wenig östlicher als nach Süden. Okay. Nicht? Da ist Süden. Ja. Steuerbord voraus. Und wir fahren. Dann kriegst du die Order 150 steuern. Und dann ist es dein Job, das zu machen, eine Stunde lang, bis die Ablösung kommt. Aber das ist ja auch ganz anders als Autofahren. Das reagiert ja völlig zeitversetzt. Wenn du nichts machst, dreht sie sich trotzdem. Aber lass sie ruhig. Manchmal ist es nur eine Dünung, die sie ein bisschen rüberschiebt. Dann kommt sie gleich wieder zurück. Immer auf den Horizont gucken. Da sieht man, was das Schiff macht. Auf den Kompass gucken. Ja, aber ich habe natürlich dummerweise gleich den Besanmast davor. Das ist ja auch unpraktisch, ne? Also steht man immer so aber ein bisschen versetzt. Du bist ja talentbegabt und hast 2 Füße, kannst so weit nach Backbord gehen, dass du an dem Mast vorbeigucken kannst. Ich wäre, glaube ich, ziemlich aufgeregt. Das sind sie alle. Aber das wissen wir. Dann verdüdeln die wir ein bisschen, nehmen euch ein bisschen auf den Arm. Ja, das glaube ich gerne. Wir müssen ja Spaß haben. Und am Ende der Reise bist du die perfekte Rudergängerin, kein Problem. Und wozu nutzt du die Glocke? Kündigst du damit Manöver an? Oder? Nein, das ist die Glasenglocke. Normalerweise würde hier noch eine Glasenuhr hängen, also ein Stundenglas, was eine halbe Stunde läuft. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie spät ist es ungefähr? 22:30, ne? Ja. Ups. 9 Uhr, 10 Uhr, 22:30. Okay. Der Ausguck steht vorne auf der Back, da ist die große Glocke, der antwortet jetzt mit dem gleichen Schlag. Dann wissen wir, alle halbe Stunde, er lebt noch oder er ist noch da. Okay. Früher wurde auch noch gesungen, wenn man den gar nicht hören konnte. Ja. Hat er gesungen, auf der Back ist alles klar, alle Lampen brennen. Das konntest du nicht verstehen, aber die Seeleute sind ja nicht doof. Der war nicht zu sehen, der war viel weiter weg als auf diesem kleinen Schiff. Ja. Und dann hörte man eine Melodie. Und die Melodie war der Inhalt der Meldung. Dem geht's gut, er ist da und die Laternen brennen. Alles gesagt, was man wissen muss. 2000 Jahre Erfahrung. Klasse. Ja, hier hast du deinen Ruderlagenanzeiger, das heißt, du siehst, wo dein Ruder steht. Jetzt steht es mittschiffs. Ja. Und da kriegst du vielleicht auch, wenn Manöver sind, Ruderkommandos. Die heißen Ruder Backbord 10 oder Steuerbord 20. Das macht man dann hier. Aber das ist dann etwas eher für ganz erfahrene Rudergänger. Wenn wir hier im Hafen jetzt manövrieren, dann würdest du nicht am Ruder stehen. Das tut mir leid. Nee, das ist wohl auch besser. Man sieht es ja immer wieder auch vorne beim Kompass und hier auch. Es sind ja immer links, ist immer rot und rechts ist immer grün. Erklär uns Landratten doch mal, was es damit auf sich hat. Das ist ziemlich einfach. Backbord ist Steuerbord und rot ist grün. Womit du wieder auf meinem Arm bist. Ja, genau. Nein, alles mit Seefahrt, ist, was Steuerbord ist, ist grün und spitz oder ungerade. Und an Backbord ist es rot und stumpf und gerade. Also die Backbordtonnen sind 2468, die Steuerbord sind 1357. Das Steuerbordboot ist Nummer 1, das Backbordboot ist Nummer 2 und so weiter. Und Steuerbord ist rechts und Backbord ist links. Und das ist vorn und das ist achtern. Auch das ist unten im Schiff manchmal nicht einfach. Nee, das glaube ich. Wo vorne und hinten ist. So, Ralf, jetzt sind wir hier auf dem Vorschiff, oder? Ja. Denke ich. Und was sehen wir hier? Hier ist ja eine Menge los. Das ist das Vorschiff, die sogenannte Back. Es gibt zweimal Back an Bord. Einmal da, wo wir jetzt sind. Ja. Und einmal in der Messe der Tisch. Deswegen Backschaft. Okay, das Backschaft was du erst wird nicht auf dem Vorschiff gemacht. Ja, hier haben wir erstmal die Hauptglocke. Wir haben ja vorhin an der kleinen Glocke geglast. Diese ist also die Antwortglocke. Die klingt auch ein bisschen schöner. Das ist wirklich ein schöner Klang. Die Glocke, die Schiffsglocke, wird immer von der Werft mitgeliefert. Okay. Das heißt, das hat ihr Schiff ist auch vorgeschrieben. Sie muss auch hier sein, weil sie ein Ankersignal ist. Also steht in den Regeln drin, dass wir bei Nebel mit der Schiffsglocke Ankersignal geben müssen. Und hier haben wir eine der wichtigsten Einrichtungen. Neben den Festmacherpollern,
ja, wo das Schiff mit festgebunden ist, wie man sieht, ist dies die Ankerwinde. Wir haben zwei Anker, ja, die hängen da vorne unten aus dem Vorschiff hinaus und hiermit werden sie runtergelassen und wieder aufgehievt. Und hier sieht man die Ankerketten. Oh, die ist schon beeindruckend. Und wenn diese Ankerkette dich beeindruckt, dann bin ich sehr zufrieden. Die sind so, die Kettenglieder. Ja. Und es gibt solche Kettenglieder. Oha. Und das wird von Hand bedient auch? Das ist hier der Umschalter, wo von Hieven auf Geben umgeschaltet wird. Und dann wird mit dem Rad die Bremse losgemacht. Aber ja. Und Rauschen tut sie von alleine. Es ist interessant zu wissen, dass der Anker nicht das Schiff hält. Der Anker dient nur dazu, die Kette aus dem Schiff rauszuziehen. Okay. Also die Kette ist ungefähr 8-mal schwerer als der Anker. 8 bis 10-mal, je nachdem, wie viel man raussteckt. Ja. Und die Kette gräbt sich ein und hält das Schiff fest. Der Anker ist nur dazu da, sich festzuhalten und dann den Anker, die Kette rauszuziehen. Weil die will nicht von alleine raus. Ist ja auch nass draus, mag sie nicht. Und dann haben wir hier unten natürlich einen Elektromotor, um das Ganze wieder reinzuholen. Früher hat man das damit gemacht, mit dem sogenannten Gangspill. Ja. Da kommen dann Holzflöcke hier rein. Ah, das habe ich schon mal gesehen. Genau, ja. Und dann kommen da Matrosen dran und dann wird Shanties gesungen. Nicht? Damit dieser Rhythmus stimmt. Denn die mussten viel, viel, viel kurbeln, um was zu bewegen. Wenn du einen Anker hochholen wolltest, musstest du gestern anfangen, weil er morgen drin sein soll. Also die haben da ewig gekurbelt. Ja, und hier haben wir auch, das ist ja schön zu sehen, unsere Vorsegel. Das ist immer Manöver. Die werden auch vor Auslaufen klar gemacht. Und dann gehen sie in einer gewissen Reihenfolge, je nach Wind und Windrichtung, nach oben. Das sind ganz wichtige Segel. Sie dienen weniger zum Vortrieb als zum Steuern des Schiffes. Okay. Weil ein Rahsegler, wie alle anderen Segler, für gewöhnlich luftgierig ist. Das heißt, er möchte immer in den Wind drehen. Ja. Und deswegen haben wir so eine lange Stange, den Klüverbaum. Okay. Um vor dem Drehpunkt des Schiffes Druck zu erzeugen, was das Schiff wieder nach Lee rüberdrückt. Also wenn man auf der langen Reise ist, du fährst 14 Tage geradeaus über den Atlantik, über den Pazifik und du weißt, dieser Kurs wird in dem Wind gehalten werden, dann wird hinterher das Ruder auf Mittschiff festgebunden und mit den Segeln das Schiff austariert, dass es geradeaus läuft. Ach, guck. Weil jeder Ruderwinkel kostet Geschwindigkeit. So, hier riecht es ja schon total lecker. Ich glaube, dafür bist du zuständig, oder? Ja, ich bin der Peter, ich bin hier der Smoot an Bord zurzeit. Smoot heißt Koch, oder? Koch, genau. Ich bin für das leibliche Wohl zuständig. Also nach Ralf einer der wichtigsten Männer an Bord, oder? Behauptet man. Ja, und er ist, wie man sieht, erfolgreich. Ja, hier wird also gegessen. Ja, das ist unsere Messe. Mhm. Und hier findest du wieder die Back. Ah, alles klar. Das sind die Tische, an denen wir sitzen, auf den sogenannten Backskisten, weil die Kisten vor der Back stehen. Ja. Und da gehen entweder die Seewachen zur Mahlzeit oder wenn wir im Hafen liegen, alle. Mhm. Es ist so bemessen, dass tatsächlich alle reinpassen. Dann ist es aber kuschelig. Das glaube ich. Und ansonsten haben wir hier Kühlschränke, wo wir dann mal ein Getränk holen können. Kaffee ist jedes Mal da, Tee ist da. Also insofern, man muss ja viel trinken auf See, weil richtig. Seeluft trockene Haut macht und weil durstige Leute, also das merken sie nicht, schnell seekrank werden. Ehrlich jetzt oder nimmst du mich schon wieder auf den Arm? In jedem Fall ist es so, wenn du viel getrunken hast und es kommt hoch, ist es angenehmer, als wenn es trocken ist. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, und hier machen die Backschafter ihren Dienst. Da kommen die Neuigkeiten an die Tafel. Das ist auch so der Raum, wo man abends mal sitzt, ein Bierchen trinkt. Hier können wir auch Film zeigen, das machen wir auch ab und zu mal, einen Filmabend. Mhm. Wenn so lange Turns sind, dass man sagt, komm, machen wir mal. Wir haben so einen Projektor, dann können wir vom PC aus mal einen Film zeigen. Ja, der Schmut macht seinen Laden und die Backschafter tragen Auftragen ab. Hier drinnen ist immer irgendwas, Geschirr, sonst was, ist alles in den Backskisten. Und nebenan in der Pantry können wir uns gleich mal anschauen, da wird abgewaschen. Aber da haben wir auch schon eine richtige Abwaschmaschine. So, jetzt sind wir hier in so einer Kammer. Das ist ja richtig kuschelig hier. Und das ist
Das sind die kleinsten Segel, die wir haben, das Lee-Segel. Ah, was du uns erzählst. Denn normalerweise hast du, Vorsicht Kopf, hier nur so ein Brett. Ja. Aber wenn wir jetzt auf Steuerbord Bug segeln, was die Seite ist, und ja, das Schiff ist so krumm, dann reicht das Brett nicht. Und dann kann man da leicht rausfallen. Deswegen hat sie dieses Lee-Segel gebaut, eine Matrosin bei uns. Überall in den Kammern, damit die aus den oberen Kojen nicht rausfallen. Das ist ja praktisch. Ja, und dann aber ist es wirklich nur wenig Raum für Privatsphäre, ne? Also ich kann das hier zuziehen. Genau, aber das ist die übliche Privatsphäre für Seeleute. Also traditionell, heute ja, natürlich anders, aber ja, eigentlich ist nur deine Koje dein Privatraum. Denn wir haben auch in dieser Größe Viermannskammern. Diese Kammer ist frisch umgebaut, hier war eine dritte Koje. Wahnsinn, ja, das ist schon eng. Aber so wird auch jeder irgendwie zur Ordentlichkeit erzogen, ne? Also viel ja, rumfliegen lassen kannst du hier nicht. Jemand wie du fragte mich dann mal, wie viele Sterne hat denn ihr Schiff? Ich sag, Sterne haben wir nur zur Navigation. Das war ein toller Rundgang über das Schiff. Vielen Dank dafür. Wir haben viel gesehen, aber ich glaube, es gibt noch viel mehr zu entdecken. Und jetzt sind wir hier in diesem schicken roten Salon. Wie sind denn eure Turns? Was kann ich machen? Wo kann ich mitfahren? Was lauft ihr an in der Regel? Im Sommer sind wir in den nordeuropäischen Gewässern. Das heißt, die Abfahrtshäfen und Ankunftshäfen finden sich im Fahrplan. Einmal reinschauen. Und dann werden wir Nordsee, aber im Schwerpunkt Ostsee fahren. Mhm. Das bleibt auch so. Und was wir im Winter machen, hängt auch immer ein bisschen von dem ganzen anderen Geschehen ab, aber grundsätzlich eigentlich Kanarische Inseln, weil die bieten uns seglerisch das meiste. Viel weites Meer, stetigen Wind und T-Shirt-Wetter. Das, was wir wollen und das, was wir heute nicht hatten. Da ist also für jeden was dabei. Ja. Ja, wir sagen nochmal herzlichen Dank, dass wir hier sein durften. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr da wart. Dankeschön. Dann bringe ich euch noch zur Gangway. Klasse. Danke. Okay, auf geht's. So, hier nur. So, die Stiefel vor dem Kopf. Herzlichen Dank, dass du da warst.